Entschuldigung? Moment. Ich bin jetzt mal dran. Hey, ich warte hier schon so lang. Ich habe Prophezeiungen! Wer sind Sie denn? Ich bin eine Prophetin und ich habe Prophezeiungen! Eine Prophetin, können Sie mir das kurz sagen, was es geht? Oh, verstehe. Verstehe. Meine Damen und Herren, eine Prophezeiung, eine Schamanin, die um das Jahr 1500 den 11. September voraussagt und der aktuellen schwarz-gelben Regierung als eigentliche Apokalypse gegenüberstellt. Da bin ich gespannt. Nicht nur das. Ich denke, es gibt eindeutige Hinweise, dass hiermit Merkel, Westerwelle und Seehofer gemeint sind. Und sehet dann, nachdem die zwei Hörner des Bockes, der die Hure Babylons ritt, zerbrechen werden und es jedem dünkt, dies sei die Wende, die sich nicht mehr drehen ließe. Sehet dann, ihr Narren im Rausche flimmernder Wände, dass dies nur Unrat war, der durch den Abort in die Grube fuhr und nichts weiter. Und sehet dann, wie gar seltsam Gestalten, scheinbar ohne Harm, aber in den Klauen einer tückischen Macht gefangen, zu Vorreitern der letzten Tage und Nächte in den Farben der garstigen Wespe inkarnieren. Die Halslose, der Genarbte und der Gluckser.